Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jedi Survivor. So. Ah. Ah, guck mal, hier können wir noch was mitnehmen. Der Datendisk aus der Zeit der Hohen Republik. Ich wette, sie hätte Verwendung dafür. Was machst du hier? Ach, Mist. Ja, sonst Einzelschwert ist definitiv effektiver gegen einzelne Gegner. Ich möchte, eigentlich wollte ich ja gucken, ob ich halt da fährt nicht weiter. Okay, also da lang komme ich nicht. Dann führt mich mein Weg jetzt hier durch. Warum belasten die Mineralien denn die Tierwelt nicht? Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Ich denke, ich soll mich... Hier wurde ich runtergeschmissen. Mach mal auf. Ah, ich kann mich bald mal umkleiden, denke ich. Ein paar Sachen habe ich jetzt, die, glaube ich, zumindest von dem ursprünglichen Bild ganz nett aussahen. Ich kann rüberfliegen, es nutzt mir nur nicht wirklich viel. Ich muss rüberfliegen. Ich dann. Oh. Vielleicht kann uns sie mehr darüber sagen. Ja, toll, das war ja dumm. Aber ich habe die Disk gekriegt. Okay, ich dachte, ich komme darüber. Da so rüber. Weil wenn ich direkt. Nein. Na schön. Oh, haben wir schon mal ein halbes Leben verloren, nur durch dass ich hier irgendwo runterfall. Ich bin keine Bedrohung. Augen darüber! Hi! Finde ich gut. Soll er den mal für mich eine Zeit lang unter Beschuss nehmen? Macht mir das halt gleich leichter, den kaputt zu machen. Ist das jetzt Bug-Using? Lass uns gemeinsam kämpfen. Hinter dir. Danke. Ich weiß nicht, woher die Grafik-Glitches zwischendurch kommen. Die sind auf jeden Fall sehr prominent und sehr seltsam. Ah ja, jetzt kann ich von da aus hier hinrennen. Da steht noch eine Kiste.
Das heißt, ich muss nicht mehr da durch. Das heißt, ich kann den jetzt wieder... zur Mitte drehen. Warum drehst du dich nicht? Jetzt quasi vom Safe Point aus hierhin ohne Probleme, müsste mich dann nur hier wieder mit den Troopern anlegen. Tatsache, dass hier so ein Greifpunkt ist, wenn das so ein Greifpunkt ist, ist das so ein Greifpunkt, das ist so ein Greifpunkt, sagt mir, dass es theoretisch da unten irgendetwas von Interesse geben könnte. Aber das Gebiet ist komplett verseucht. Will ich also gerade nicht riskieren. So, und wieder eine Kugel zum Einsetzen, die ich... ich glaube, ich weiß schon, wo herbekomme. Jetzt aber schon ein Stückchen dann. Wenn das so stimmt. Damit nicht springen, dann hoffe ich wenigstens, dass wenn ich sie wenn ich sie da jetzt hochschmeiße, dass sie dann nicht zurückfällt. Doch die aus der Mitte nehmen können, aber das macht jetzt für mich irgendwie keinen Sinn. Laute Technik. Die gleiche, die Sees Kammer versorgt hat. Wir nähern uns. Droiden. Die Anlage findet noch jemand interessant. Also theoretisch würde ich ja sagen, dass es für einen Nicht-Machtnutzer unmöglich hier rüber zu kommen, weil er die Kugel nicht setzen kann. Aber er kann ja auch einfach mit dem Schiff hier hinfliegen und dann hier landen. Also das ist so wieder... hä? Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalor wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei sie vielleicht auch eine Schraube locker. Der Rea-Flügel, okay. Dann gucken wir doch mal. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Und hier kommt er ohne nicht rein. Also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalor war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Okay, geht eh nur rechts rum. Das hier ist keine Tür. Auch wenn es genauso aussah wie das da. Aha.
Schlüssel nach Tenalor ist ein Wesen. Willkommen auf Tenalor. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Oh. Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Na, wenn da nichts läuft... Okay, jetzt kann ich mich hier umsehen. Ich habe aber keine Karte. Ah. Und ich werde teleportiert, wenn ich irgendwie die falsche Richtung nehme. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Es ist wunderschön. Da ist schon was gebaut. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenalor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Die brauchen Dutzende nein, Hunderte von Arbeitern, um so ein Ding hier rein zu fräzen. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Doch bevor der Tempel steht, ein gelbes Schwert. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Thank you.
aus, als wäre er nicht mehr ganz heile. Ein Arm fehlt auf jeden Fall. Wer seid ihr? Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert. Und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich glaube, er ist der Bösewicht dieses Teils. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Dagon, warte. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Was habt ihr getan? Ich wusste es. Wozu der Versuch? Warum wehrt ihr euch? Sehr mühsam. Feigling! Das ist ein alter Jedi-Meister. Ritter, was auch immer. Mehr! Wir sind Anfänger, immer noch was? Kaum mehr. Als ein Padawan. Schade. Das ist gar nichts! Bitte, stimm zu mir! Stellt euch! Passt das? Wie schade. Ich weiß, das funktioniert nicht.
armselig. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelor aufgegeben hat. Schwach. Vom Orden ist halt nichts mehr übrig, Kollege. Hast du nicht zugehört? Trivial. Die Frage ist, wie gut das von ihm war, direkt nach seinem Kryoschlaf anzugreifen. Ich spüre eure Angst. Zu einfach. Ihr könnt nicht gewinnen. Jämmerlich. Ihr verschwendet Energie. Was ist das? Dürftig. Ihr habt Angst. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Ihr wagt es, euch gegen mich zu stellen. Halt! Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Ravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Das ist mehrere hundert Jahre her. Wie kann der Ravis kennen? Schlüssel nach Tenelor. Meinte Cree Dagon? Auf einer weitläufigen Lichtung am anderen Ende des Basaltwaldes wurde vor Jahrhunderten von der Republik die imposante Waldanlage gebaut, um die vielen Anomalien des Planeten Kobo und dessen umgebenden Sektors zu studieren. Obwohl sie in den Jahrhunderten seit dem Rückzug der Republik verfallen sind, müssen die breiten Höfe rund um die zentrale Struktur als Testanlage gedient haben, um Kobo-Materie zu manipulieren. Mangels Wartungspersonal haben sich mittlerweile kleine und große Kreaturen in vielen Winkeln der Anlage näher gelassen. Konnte sich Tenelor jemandem wie ihm anvertrauen? Ja, er hat's gefunden. Bacta. Ja gut, das kennen wir ja schon. Bacta ist eine Substanz, die galaxisweit als Medizin und zur Unterstützung des Heilungsprozesses eingesetzt wird. Ein Patient wird für eine oder mehrere längere Sitzungen in die Flüssigkeit eingetaucht, normalerweise bewusstlos. Die dickflüssige Substanz unterstützt die Regeneration von Muskelgewebe und Nerven und scheint ihn für mehrere hundert Jahre zu konservieren. Es sei denn, natürlich, ihr gehört zu einer langlebigen Rasse wie Yoda, aber das ist, naja. Tenelor ist ein Planet auf der anderen Seite des Kobo-Abyss und damit sicher vor den meisten Eindringlingen. Dagon Gera spürte eine bedeutsame Verbindung zu dem Planeten und besteht auf einer Rückkehr dorthin. Dieser grüne Streifen, ich muss mal gucken, was ich da machen kann. Dagon Gera ist ein Jedi der Hohen Republik und gibt dem Rat der Jedi die Schuld daran, dass Tenelor aufgegeben wurde. Zudem lässt er durchblicken, dass jemand, der ihm nahestand, ihm Narben beigebracht hat. Das dürfte dann die Jedi-Meisterin gewesen sein. Gefallener Jedi. Im Zentrum des Waldes in einer Anlage aus der Zeit der Hohen Republik entdeckte Kal einen einarmigen Mann in einem Bagdad-Tank. Als er den Tank berührte, hatte Kal eine weitere Vision, in der Santari Cree und ein Jedi-Entdecker namens Dagon Gera, der Mann im Tank, über Tenelor sprachen. Mit Hilfe der Macht flehte Dagon Kal an, ihn zu befreien, was dieser auch tat. Nachdem er frei war, machte Dagon den Orden der Jedi für seine Gefangenschaft verantwortlich und obwohl Kal ihn bat, sich ihm im Kampf gegen das Imperium anzuschließen, gruppierte er den Kyber-Kristall seines Lichtschwerts und griff an. Ihr Duell wird von Ravis und
unterbrochen, der Degen seit langer Zeit gesucht hat. Der gefallene Jedi verlässt Cal, der über diese Ereignisse erst einmal nachdenken muss. Taktischer Leitfaden aktualisiert. Obwohl er durch seinen langen Schlaf geschwächt wurde, kann er sich immer noch gegen einige Machtfähigkeiten verteidigen. Verteidige dich gegen seine Kombos und greife an, sobald du eine Lücke siehst. Die Info kommt reichlich früh und der wird beim nächsten Mal wahrscheinlich stärker sein. Denn Gera ist ein Jedi aus der Zeit der Hohen Republik, der nach 2 Jahrhunderten Stasi in Bagdad befreit wurde. Er scheint der dunklen Seite verfallen zu sein. Seine Angriffe sind wild, aber ausgeführt mit dem Wissen eines ehemaligen Jedi des Ordens. Okay, ich soll... Probieren wir was? Manchmal klappt das, manchmal nicht. Ah, jetzt hänge ich da fest. So. Echo. Tennelor sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Degen. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Und in den Arm abgeschnitten. Voller Trauer und doch hoffnungsvoll blickte Santari Kree zurück, hinauf zum Kobo-Abyss, ohne zu wissen, ob sie die Welt dahinter jemals wiedersehen würde. Man musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Eine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Sollte er nicht zwischendurch mal mit den Fliegengüllen schlagen? Sie nach der Mantis. Gut. Dann soll das hier unser Ende sein. Wir gucken noch einmal kurz in die Fähigkeiten. Im Überleben habe ich ja nur noch die eine. Stellt sich natürlich die Frage, da sind noch 2 versteckte. Ob ich mache voll hier. Irgendwie kriege ich die anderen beiden noch frei. Und dann gehen wir Abstand-Ziehfighter-Lens drücke hier, um anzugreifen, nach hinten zu springen, Distanz zum Ziel zu schaffen. Ja, ich bleibe erstmal dann. Ach, natürlich 2. Ich habe aber auch noch 2 Punkte. Habe ich noch 2 Punkte? Nein, ich habe 1 Punkt. Und ich brauche 2. Na toll. Dann nehmen wir den Abstandshieb. Ja, okay. Nette Sache, das. Dann ruhen wir uns natürlich noch einmal aus. Und dann war's das. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin. Euer Staffel.